So, herzlich willkommen zurück zu Smoothies Minecraft. Wir sind in der Werkstatt und ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Genau, wir brauchen Wolle. Ja, nimm mal drei. Ne? So, können wir eigentlich aus Wolle Strings machen? Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Strings. Ich weiß, dass wir aus Strings Wolle machen können. Aber andersrum nicht. Aber wir haben ja Kapoktuft und Flachs haben wir tatsächlich auch. Ich habe ja gesagt, wir brauchen das noch. Dann benutzen wir es jetzt einfach dafür. Boing. Wow. Ein Flachs oder was? Hm. Na gut, okay. Ja, vielen Dank nebenbei nochmal an den lieben Knut, der mir das gerade nochmal gezeigt hat in seinem coolen Video von Flaschenzug-LP. Finde ich super, die Tutorials. Und da hat er mir schon öfter mal geholfen. Jetzt brauchen wir ein paar Strings, ne? Die holen wir mal eben. Wir gehen mal ganz kurz in unseren Garten zu unserem Wolle-Produktionsfabrik-Dingens. Genau, einmal ein bisschen Speedy Gonzales. Nee, ganz nett, was er immer für Videos, Tutorials und so weiter für Life in the Woods hochlädt. Jetzt macht er ja gerade was für Tomcraft, also wer da Interesse hat, schau doch mal bei ihm vorbei. Flaschenzug-LP, cool, jetzt mache ich Werbung für ihn. Naja, nee, finde ich gut und hat mich auch so ein bisschen in die Automatisierung da ein bisschen was gezeigt und wie man das macht und so. Das ist, also da hat er richtig coole Sachen auch und gute Ideen. So, ich habe jetzt hier, ist unsere Fabrik, wir brauchen hier noch Glowstone, ne? Haben wir jetzt leider schon rausgepackt. Hups, meine Maus, ich muss mal richten. So, es tut mir leid, aber das musste jetzt mal sein. Wir brauchen Strings, ne? Macht der jetzt direkt schon Wolle? Der macht direkt Wolle, ne? Da müssen wir ganz kurz gucken. Oder macht das nicht, weiß ich nicht, 3, 2, 1, 0. 49, 50, ja, der macht direkt Wolle. Ist ja doof. Wir wollten hier eigentlich auch noch einen Schalter anbauen, ne, falls euch erinnert. Also, das geht da rein, dann ist da drunter der Hopper, der packt es da rein. Okay. Ich trinke gerade mal ein bisschen Kaffee. Gut, also ehrlich gesagt soll uns das jetzt erstmal nicht stören. Wir können ja noch ein bisschen Wolle mitnehmen. Hier ist ja ganz viel. So. Und darum kümmern wir uns mal später. Wir müssen da auch noch was vormachen. Das sieht da total hässlich aus. Also, kannst ja keinem zeigen. Na gut, okay. Wow, was ist denn das für ein fetter Fern? Fern, Fern, Fern. Na gut, wir haben ja gar kein Knochenmehl mehr. Ja, die Monster sind übrigens aus, damit wir uns hier so ein bisschen freier bewegen können, nicht ständig bibbern müssen vor Angst, dass wir gleich sterben werden. So, okay, einmal die Tür zu, einmal die Tür, halt. So, durch da. Und dann machen wir mal eine Runde Strings, gelle. Und dann können wir uns, wie machen wir da jetzt Strings draus nochmal, so? Okay, Strings. 42 Stück. So, jetzt habe ich gelernt. Habe ich das gelernt oder habe ich sie da verlernt? Nein, muss ich gleich mal gucken. Ich brauche nochmal Holz ein bisschen, ne? Wir wollen ja oben nochmal ein bisschen was Cooles machen. Und vielleicht müssten wir dann nochmal so ein paar Birch-Dinger anpflanzen. Nehmen wir einfach mal alles mit. Slabs, ja gut, da haben wir sowieso fast nichts mehr von. Ist jetzt auch egal. So. So, dann gehen wir mal eben wieder ganz kurz in unsere baldige Bibliothek, die, ja, was eigentlich unser Wohnzimmer werden sollte. Egal, ich muss es ja nicht jedes Mal erzählen, wenn wir hier reingehen, so. Genau. Und jetzt hätte ich gerne eine Kiste. Nee, ist jetzt auch egal. Ich brauche Bibliocraft. So.
Also wir haben dieses Painting Frame genommen, ja. Das ist auf jeden Fall schon mal falsch, weil das ist ja eigentlich nur so der Rahmen mehr oder weniger, ja. Jetzt müssen wir mal ganz kurz suchen. Painting Canvas. Das ist es. Das ist das, was Knut auch benutzt hat. Und das machen wir uns natürlich jetzt schon mal. Boah, das ging aber schnell, wa? Ach komm, gib ihm 8 Stück. So, und die können wir jetzt auch, hoffentlich, Moment, hier reinlegen. Rechtsklick, yeah. Voll geil. Okay, und da können wir unser cooles. Ah, jetzt hat es sich auch runtergeploppt. Ich hätte es gern wieder. Okay, man muss es, glaube ich, hier rausnehmen. So. Okay. Oh, ich bin gespannt. Na, da hau mal rein. Hier nicht. Gut. Ach so. Ach so, warte mal. Und um das aufhängen zu können, brauchen wir dieses komische Painting Frame. Und den darin oder so da drauf oder sowas. Oder wie? Oder ich habe keine Ahnung. Können wir das nicht irgendwie hier zusammen? Nein. Oak Painting Frame. Wieso hängt dann das jetzt nicht auf? Also das ist echt peinlich. Das ist wirklich ein bisschen peinlich. Es tut mir leid. Shitty fuck. Na gut, warum kann man die nicht zusammenfügen eigentlich? Oder müssen wir da jetzt einen Rahmen drum machen oder sowas hier? So. Mit einem Sticky oder was? Wieso, wo sind die ganzen Stickies hin? Allewig, allewig. Na, guck mal, nehmen wir nochmal ein paar Stickies raus. Eigentlich wollte ich das Birchwood-Dingens für was anderes benutzen. Okay, das geht schon mal nicht. Das wundert mich aber jetzt ein bisschen. Okay, Moment, jetzt gucke ich nochmal nach, dass wir jetzt hinkriegen. Ich kann das nicht schon wieder auf die nächste Folge verschieben. Ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Ah, so. Ich bin wieder da. Ich weiß es. Manchmal bin ich so doof. Okay, danke, Knut. Jetzt probieren wir es aus. Also, wo wollen wir es denn hinhängen? Ja, ich mache ja schon. Also, man setzt erst diesen scheiß Rahmen hin und dann das Bild da rein. Zack. Sehr schön, oder? Und ich bin fast dafür, dass wir es uns woanders hinhängen. Plop, plop. Das nehmen wir jetzt mal mit. Alter, regnet das schon wieder? Scheiß Wetter. Na gut, na gut, na gut. Ich wäre dafür. Dieses Bild ist übrigens hässlich. Das ist, nee. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Wo könnte so ein Blatt. Ich weiß nicht. Naja, also. Ist jetzt nicht der schönste Blatt, ne? Aber. Immerhin. Ich meine, man kann es hier. Nee, lass uns hier hinhängen. Hier. Painting Frame. Zack. Zack. Fertig. Sieht ziemlich cool aus. Vor allem ist es nicht so mega verpixelt wie dieses Kackding. Oh, viel schöner. Sehr schön. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Birchwood. Ne? Jetzt können wir da noch ein bisschen gucken, dass wir ein paar Möbel hier reinstellen. So ist das ja tatsächlich ziemlich hässlich. Ich würde auch die Presse direkt mal woanders hinstellen. So, einmal weg, einmal weg. Der Teppich muss auch schwinden. Ich finde den eigentlich ziemlich hässlich. Muss ich ja zugeben. Aber naja, so ist das eben. So, hier können wir ein cooles Sideboard hinmachen. Die Tür machen wir mal zu. Und. Zack, da machen wir jetzt mal das draus. Ach so. Ich wollte gerade sagen, was nur 6 Stück? Das wäre mal ein bisschen wenig gewesen. So, Bookcase bräuchten wir. Beziehungsweise Birch Fancy, bla bla bla.
Okay, das geht leider noch nicht. Wir brauchen dafür ein Inksack. Oh, warte mal. Black Vegetable Ink. Das will ich haben. Mit Charcoal. Oh, ho, 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 ho. Schreib mal auf. Black Vegetable. Sehr geil. Oh, dann kriegen wir so schwarze Farbe. Das ist natürlich geil. Byproduct of us. Black Vegetable Ink. Aha. Na gut. So, wir brauchen diese Dinger. Hallo? Ja gut, dann nehmen wir halt die. Slabs und Dingens. Gut, das kriegen wir hin. 7 Slabs haben wir. 1, 2, 3. Da können wir uns dann, glaube ich, 2 von machen. So können wir uns nur einen machen. Moment. Ich eile. So. Jetzt haben wir 2. Machen wir nochmal ein paar Slabs. Dann freut sich hier wer. Okay, zack. Den nicht. Ich finde das mega doof, dass das hier irgendwie so... Es ist schon langsam am Ende. Mit den Frames. Oh Mann. Traurig, traurig. Birch Desk. Das ist natürlich geil. Eine Feder und eine Torch. Das kriegen wir auch noch hin irgendwie. Aber lass uns erstmal diese Dinger aufhängen hier. Mal gucken. So. Ach, guck an, eine Torch haben wir schon. Ja, wie wir das hier so genau machen, weiß ich noch gar nicht. Wir können ja erstmal so machen. Da haben wir hier schon mal ein Bücherregal. Nö, das sieht nicht aus. Kommt zwar nass hin. Schwupp. Du könntest zum Beispiel dahin kommen. Du musst leider weg. Und... genau, vielleicht hätte ich hier gern so eine Sesselecke oder sowas. Da brauchen wir, glaube ich, Stairs für, ne? Leider habe ich noch einen Carpenters-Block mit. Was ist denn das? Empty Recycle-Block. Cool. Naja, aber ich frage mich, was man damit soll. Einfach so zum Big Writing Book. Book and Drill. Okay. Na, jetzt haben wir hier alles von Bibliokraft. Ich hätte gerne noch so ein Birch Table. Das kriegen wir auch mal fix hin. Moment. Da brauchen wir hier diese für. So. Und so. Sehr gut. Ein Birch Table. Und was kann man denn noch so machen? Was können wir noch machen? Fancy Sign. Keine Ahnung, was wir damit sollen. Hm. Weiß nicht. Eine Uhr. Gold, Sticky und eine Clock. Gold, Redstone. Das kriegen wir hin. Voll easy. Wir machen jetzt eine Uhr und dieses andere Ding. Aber ich stelle den Tisch noch hier irgendwo hin. Blup. Hop. So. Total geil. Gehen wir mal kurz in den Keller. Weil da haben wir ja unseren ganzen Shit, wie ihr wisst. Gold. Gold, Gold, Gold. Und Redstone. 1, 2, 3, 4, 1. Und ein Redstone. Und Stickies brauchen wir. Ja. Wo ist denn der jetzt hin? Ja. Die Uhr, die Uhr, die Uhr, die Uhr. Da. Da ist die Uhr. Den hätte ich gern. Ach, das ist refined. Das geht nicht. 1, 2, 3, 4. Ein Redstone in der Mitte. Uhr. Zack. Dann den nach unten. Ein Sticky war das, glaube ich. Und Slaps. Yay. Und schon haben wir die Uhr. Das geht ja fix. Cool. Ach, guck mal. Sieht ja cool aus. So, na Mensch, dann machen wir heute ganz andere Sachen, als ich eigentlich geplant hatte. Eigentlich wollte ich nur das Bild aufhängen. Aber, wir brauchen eine Feder. Hier haben wir eine Feder. Ich glaube, hier haben wir sogar mehr Federn. 2 haben wir an der Zahl. Sau gut. Okay, jetzt gucke ich aber gerade nochmal, wie man den machen muss. Da braucht man noch dieses Farbe für, ne? So, dafür brauchen wir dieses Wachs. Genau, das wollten wir sowieso diese Folge machen.
Vegetarisches Öl. Vegetarisches Wachs. Rosen und Charcoal. Boah, Alter. Ich weiß nicht, es gibt 1, 2, 3, 4, 5. Bleibt der drin gespeichert, so. Ich überlege gerade, wie können wir denn... Ah. Boing. Halt, 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 halt. Boing. Ja, nehmen wir aber die Hälfte wieder raus. Weil so viel brauchen wir jetzt nicht. Vielleicht brauchen wir das Resin dann doch mehr. Okay, Charcoal. Charcoal haben wir hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wie viel wollen wir denn machen? Machen wir 15, hä? 15 Farbe. 15 Farbe klingt gut. Müssen wir nach oben? In die Küche? Ich bin mir... Ja, wegen dem vegetarischen Öl, ne? Ja. Vielleicht müssen wir sogar noch welches machen. Ich bin mir gar nicht sicher. La, 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 la. Vegetarisches Öl. 9 Stück nur. Hm. Peanut 22. Wir nehmen die erstmal alle mit. So. Dann können wir jetzt hier oben schon mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Smelting, bla bla bla. Was kommt dabei raus? Ah. So einfach, oder was? Okay. Black. Die. So. Deathbloom, cool. Aber ich wollte eigentlich hier dies hier machen. Okay, da brauchen wir Wachs für. Cooking Oil oder vegetarisches Öl. Dann brauchen wir nochmal Öl. Alter, wir brauchen auf jeden Fall noch Öl. Dafür brauchen wir Gläser. Haben wir noch genug? Ich hoffe doch. Gucken wir mal. Wie haben wir jetzt? Oh, 64, 13. Ja, das passt schon. So, und zwar brauchen wir dann noch welche von denen. Und den Juicer, ne? Ist das der hier gewesen? Ja. Sehr gut. Okay, zack. Zack. Und zack. Ploing. Jetzt haben wir keine Erdnüsse mehr. Dann müssen wir mal ganz kurz ins Lager gehen, welche holen. Ich habe auf jeden Fall geerntet in der, zwischen den Folgen quasi. Man sieht ja auch, hier ist alles vollgeproppt jetzt. So, wo sind denn die Erdnüsse eigentlich hin? Erdnüsse? Werden die überhaupt hier einsortiert? Ja. Nehmen wir einfach... Ach, shitty. Ich kann gar nichts tragen. Warte mal. Dann... Keine Ahnung, warum ich das hier alles mit mir rumschleppe. Das muss auch nicht sein. So. Was? Immer noch nicht? So? Okay, danke. Gut, dann haben wir alles, ja? Hoffe ich doch mal. Boah! Alter, wenn das weiterhin so bleibt, dann muss ich irgendwas machen. Ich glaube, das Let's Play beenden oder so. Das geht ja nicht. Juicer, 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 Bottles, Peanuts, Ploing und Peanuts, Ploing und Peanuts, Ploing. Ja, ich glaube, wir haben genug. Ich glaube, wir haben genug. Au, oh, ich habe übrigens Lignite mitgenommen, nicht Charcoal. Das ist sehr schlau. So, hier haben wir jetzt vegetarisches Öl. Das ist ja vortrefflich. So, dann machen wir mal 16. Wachs haben wir jetzt hier. So, Wachs. Zack, das ist jetzt raus. Lignite, wie kriegen wir denn Charcoal? Da muss ich mal gucken. Charcoal aus Block of Charcoal. Ach, ist ja der Wahnsinn. Okay.
Kann man nicht aus Lignite irgendwie Charcoal machen? Wie war denn das? Ne, das geht nicht, ne? Dafür müssten wir, glaube ich, Holz verbrennen. Aber das geht auch nicht. Ah, gucken wir doch mal im Keller, da müssen wir eigentlich genug haben. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall schon mal genug. Da kann man den Rest nochmal weiter brutzeln lassen. So, und da sind wir auch schon fast wieder angelangt am Ende der Folge von Smoothie. Und wir haben richtig vielen coolen Kram gebaut heute. So, jetzt lass mich kurz raten. Hier haben wir noch das Zeug. Und jetzt könnten wir eigentlich, nehme ich einfach Öl, dann komme ich schneller hin, glaube ich. Zack. Genau, vegetarisches Öl. Oh nö, habe ich das, nee, habe ich mit. Habe ich mit. Wieso geht das nicht? Ach, wegen der Charcoal. Warte mal. Das, ach, da oben. Wow, okay. Habe ich sogar einen Stack von. Das ist ja sehr schön. Muss ich vielleicht mal irgendwann mal wieder nachcraften. So, vegetarisches Öl. Rosin. Und Wachs. So rum war es. Plupp. 14 Stück. Cool. Richtig cool. Okay, und jetzt machen wir noch mal ein paar Slabs. Weil die werden wir noch brauchen. Und dann gehen wir nach oben und beenden somit die Folge, indem wir uns noch so einen coolen, was auch immer, Schreibtisch oder sowas bauen. Müssen wir mal schauen. Und ja, vielleicht baue ich das ja hier auch nochmal ein bisschen aus. Weiß ich nicht. So, wir haben auf jeden Fall unsere coole Uhr. Wo soll die hin? Wo soll die hin? Freunde der Nacht, ich weiß es gar nicht genau. Gut, ich stelle sie erst. Was? Ich. Okay, irgendwie habe ich erwartet, dass sie größer ist. Oh, das ist aber cool mit dem Geräusch und so. Mag ich. Okay, also die Uhr kriegt auf jeden Fall noch ihren Platz. Bis dato kann sie erstmal auf dem Tisch bleiben und wird immer kleiner. Aber so funktioniert sie nicht, ne? Okay, so. Jetzt craften wir das erstmal. Wie war denn das? Was war denn das überhaupt? Biblio, dann kommen wir am schnellsten hin, glaube ich. Zack, okay, Slabs, ein Regal sogar. Eine Feder und die schwarze Farbe. Ich muss noch ganz kurz husten, ich bin gleich wieder da. Moment. So, da bin ich wieder. Genau, das machen wir jetzt mal. Zack. Geht nicht, okay. Manchmal funktioniert das einfach nicht. Da kann man machen, was man will. Zack, ne, Feder. Und Slabs drumrum. Sag mir nicht, ich habe da noch so ein scheiß Workbench vergessen oder sowas. Ja, ich habe eine Workbench vergessen. Ich habe nämlich keine Workbench. Wie ihr wissen müsst. Ich habe ja sonst eigentlich nie was. So, können wir das jetzt nicht mal machen hier? So, danke. Jetzt haben wir endlich diese Workbench. Okay. Dann können wir ja die Workbench wegkloppen. Dann kommt dafür die geile fancy Workbench hin. Aber das machen wir hier hinten. Denn, wow. Was geht denn da ab, Alter? Ach, da kann man Bücher reinstellen. Ja, ist ja nice. Das ist ja richtig geil. Cool. Hier, da können wir unser Nachtglas reinstellen. Guck mal. Ups. Hä? Ach so. Neta. Was? Neta-Portal? Ja, ich meine, das ist ja unsers, klar, aber. Seit wann sind die denn eingetragen? War das jetzt, weil ich einmal mit meinem Atlas im Net habe? Oh, das ist ja cool. Na gut. So ist das halt. Ne?
ich meine, das ist ja nur ein Netaportal, ne? Ist ja jetzt nicht so der Hit. Ja, ich weiß noch nicht so recht, wie wir es hier machen wollen. Ich stehe hier nochmal so einen Klotz hin, so, dann haben wir so einen kleinen Tisch. Ach, ist doch alles doof. Nee, ich muss mir hier mit dem Raum erstmal was überlegen. Beziehungsweise können wir nicht eigentlich auch so einen Slab irgendwie hier so an die Wand klatschen? Ja. Und dann machen wir da zumindest die Bildpresse drauf. So. Und sag mal, wollten wir uns nicht diesen Schreibtisch noch machen? Eine Feder und eine Fackel. Das kriegen wir jetzt auch noch hin, los. Eine Feder und eine Fackel. Haben wir doch alles. Warum ist denn hier kein Ding jetzt? Keine Ahnung. Na gut, okay. Dann gehen wir mal in diese fancy Workbench. Irgendwie geht das nicht. Na gut. Feder. Fackel. Und so. Mist. Wo ist denn jetzt? Ach, unten brauchen wir normale Planks. Gut, okay. Die müssen raus. Zack, zack. Okay, guck mal, haben wir auch schon geschafft. Oh, Mensch, wir knallen heute richtig was raus. Ja. Gib. Okay, und dann gucken wir mal, wie der aussieht. Aha. Was kann man damit machen? Gar nichts. Doch, Wooden Desk. Aha. Gut, werden wir auch irgendwann nochmal herausfinden. Ich habe es erstmal gemacht. Und, ja, wir können ja die schwarze Farbe zum Teil mal hier raufstellen, weil ich glaube, oh nein, die läuft ja aus. Warte mal. Vielleicht können wir ja hier schwarze Farbe bereitstellen. Nein, geht nicht. Na gut. Dann machen wir uns nochmal ein Regal kurz. Ein Birch Potion. Nee, Potion nicht. Ich hätte gerne ein ganz normales Regal. Wo sind die? Hier. Ein Birch Shelf, genau. Das kriegen wir leider nicht. Ich weiß nicht, warum das jetzt kaputt ist. Achso, ich bin ja nicht in diesem Dings drin, ne? Aber wieso ist das? Ist das jetzt überall verschwunden? Tatsächlich. Vielleicht geht's bei der Workbench nicht. Ist egal. Machen wir jetzt einfach. Moment nochmal. So, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, vielleicht sollten wir uns nochmal ganz kurz. So. Den in der Mitte. Ein unten, ein oben. So. Na komm, machen wir uns drei. Dann sind wir wieder glücklich. Und dann haben wir noch einen Slab. So. Den Slab, den können wir jetzt hier nochmal irgendwo an die Wand slammen. Ups, nee, da nicht. So, da könnten wir eigentlich die Uhr draufstellen. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Ja. Ja. Es gibt tatsächlich Schöneres. Aber ich wollte hier die Farbe halt reinstellen und vielleicht noch so ein paar Bottles. So. So. Gar nicht so schlecht, oder? Da können wir dann auf jeden Fall nochmal ordentlich reinhauen. Hier machen wir die Bilder nochmal rein. Und das hier kann auch nochmal rein. Und unseren Atlas behalten wir besser bei uns. So, und den Teppich können wir hier auch noch reinpacken. Oh, guck mal, der legt sich sogar so hin. Das ist ja cool. Na gut. Alles klar, das war's dann heute von Smoothie. Und ja, was haben wir denn heute alles gemacht? Wir haben die Folge überzogen. Kein Problem. Aber wir haben die Bilderpresse gemacht. Ja, ja. Also zumindest zu Ende gebracht. Unser Bild hängt ja jetzt unten in der Küche. Vegetarisches Wachs haben wir gemacht. Wir haben dann auch die schwarze Farbe hergestellt. Im Veggie-Mode. Ne? Und wir haben... Was haben wir noch gemacht?
ja, hier so ein paar Möbel gebaut und so. Das müssen wir uns alles mal angucken bei Gelegenheit. Hier auch diesen Tisch. Vielleicht können wir da irgendwas Cooles mitmachen. Irgendwie Bücher beschreiben oder so. Das wäre natürlich geil. Und dann brauche ich noch so einen Sessel eigentlich. So, links eine Säge. Aha. Ja. Ja, nee, ich muss jetzt aufhören. Das machen wir in der nächsten Folge dann vielleicht. Oder er steht dann schon da, wenn ihr wieder einschaltet und dabei seid. Gut. So. Ja, sie leuchten übrigens immer noch. Ich habe dann nochmal, wir haben ja nochmal Glowstone drauf gemacht, weil das hat ja nicht so ganz funktioniert. Und als wir es dann wieder rausgenommen haben, ne, ihr weißt ja noch. Ihr wisst ja noch. So. Und hier haben wir jetzt noch ganz viel vegetarisches Wachs. Das ist hervorragend. Das Öl kommt hier hin. Das Wachs kommt in den Keller, glaube ich. Aber das brauchen wir hier oben nicht. Und dann können wir nochmal in der nächsten Folge uns um Bienenkörbe kümmern und so weiter und so fort. Das wäre formidabel. Guti. So, damit verabschiede ich mich in dein restliches Leben, was du sonst noch so hast. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder reinschaltest. So, ich mache jetzt ganz viel Gedöns und bis denn, euer Smoothie. Ciao.